5. November 2038, 23:21. Na, wen haben wir denn da? Er kommt wieder. Lieutenant Anderson. Gesicht gescannt. Schiffsname vorstellen, keine. So, jetzt auch mal das Strafregister durchforsten. Sicherheitsbomber. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Er sieht seltsam aus. Administrator. Alkoholdrogen am Steuer. Aha. Arbeitsloser. Was ist dein Problem? Willst du einen ausgeben? Da ist es Hank. Habe ich mir gedacht. Okay, der einzig gefährliche, potenziell gefährliche ist der Alkoholiker. Er hier, namens Hank. An der Bar. Westliche Gewalt. Okay. Ich guck nur, vor wem wir uns potenziell. Wir jetzt hier natürlich keinen Verdächtigen, aber. Wir sind in der Kneipe. Und. Wenn hier eine Diskussion ausartet. Dann ist man verkauft. Aha! Drogendealer. Hey, verschwinden! Das ist Käufer. Alles klar. Wir haben noch ein Gesicht übersehen. Wahrscheinlich das von Hank. Dafür, dass er sich im Schusswechsel geopfert hat, sieht er ganz schön gut aus. Was gibt's denn zu glauben? Okay, hallo Hank. Lieutenant Anderson. Hank. Prozent. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, es ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Mach mit Connor den eiskalten Roboter. Beharren. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott.
ein für unterwegs. Oh, das wollte ich nicht. Barkeeper, nochmal das gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Ein Trink verschütten war nicht das. Das wollte ich nicht machen. Das wäre nicht. Das wäre zu rebellisch für Connor. Sagtest du Tötungsdelikt? Ist hier. Dauert nicht lang. Keine Chance. Ich komme mit Ihnen. Hör zu. Du musst echt aufhören, mich zu nerven, sonst kann es sein, dass dir morgen ein paar Teile fehlen. Gegensätzliche Befehle Priorität setzen. Folgenotent Anderson. Mit Befehl von CyberLife zu begleiten. Ich bestätige hier gar nichts. Folgt ihm auf den Schritt. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis das Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und wenn Studieregeln befolgen. Oh, hier vielleicht noch ein bisschen gucken. War noch schlimmer mit geschlossenen Händen. Kein Blick mehr dorthin werfen. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Immer live. In diesem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war... Ich scanne dann mal. ...von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über sein Red Eyes. Droiden. Nicht viel. Die Nachbarn wissen, Droge. Dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Getrocknetes Blut von Carlos. Keine Fingerabdrücke. Da war ein Androide beteiligt. Hier noch was. Hier sind Hinweise. Aus dem Weg, Mensch. Nichts drin hier. Ja. Nach warum? Natürlich gibt's was zu sehen. Trockenes Blut. Jetzt haben wir Beweisstücke. Die von 10. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber. Okay. Carlos war das.
Ja, das gut. Da haben wir noch was zum Plüschern. Ist das da das Blut des Opfers? Ist das. Hier ist nur ein Blut vom Opfer. Bisher. Ach, können wir das Spielchen wieder machen. Einfach hier nahm ein Fenster. Nahm ein Messer. Ich habe nah am Fenster gelesen. Ein Wächter wurde angegriffen, muss nahe der Schock. Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Red Ice. Ach, der ist das bei den Drogen. Der ist ja langsam. Sex mit Androiden ist besser. Aha, okay. Ja. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Okay, wir gucken hinten nochmal. Versuchen jeden Hinweis zu finden. Zwanghaftes Schreiben. Religiöse Opfergabe. Das zehnte Beweisstück ist unter der Tür. Ihr wisst, wo ich hingucke. Ich habe da schon so ein. Ich weiß was. Ich würde gerne noch bleiben. Mhm. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Das heißt, der ist noch drin. Vielleicht noch nicht auf den Weg entkommen. Aber wenn er nicht durch die Vordertür raus ist, nicht durch die Hintertür raus ist, das heißt, der Täter ist noch vor Ort. Nein, von 10. Gibt es hier noch weitere Hinweise? 10 von 10 muss hier noch irgendwo sein. Da drüben. Wer ist unterwegs? Er kommt bestimmt gleich. Mhm. Spioniert die Android sie aus? Ja, definitiv. Alexa tut's ja auch schon. Noch was geben.
es noch einen Beweis geben irgendwo. Aha. Da gibt es einen Beweis. Normale Buchstabenschrift an Cyberlife Sans. Ja. Jetzt müssen wir Hinweise an der Leiche finden. Verstorben. Das sehe ich selbst. Prinz Todesbett zeigt nun 23:30. Okay. Wird Eis am Mund. Messerstiche. Da will ich hier gar nicht hingucken. Sitze ich runter. Fingerabdrücke. Ja. Aha. Opfer stürzt hier. Opfer wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Karl, das tötet Leute. Sorry. 28 Mal wieder eingestochen. Die Kamera hängt hier ein bisschen an der Tür. Statt Lieutenant Anderson Bericht. Irgendwas haben wir hier noch übersehen. Und ich will hier nichts übersehen, weil ich weiß, was hier ist. Das Kapitel kenne ich noch, weil es sehr beeindruckend war. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Ich brauche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. War das so, oder? Da war der Stuhl. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötet das Opfer. Mit dem Messer.
Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Finde den Abweichler. Aha. Und dann mal das Blut. Leiter wurde genutzt. Nur ein paar Wesen. Mit der Leiter hinauf. Spuren führen auf den Dachboden. Verzeihung. Okay, wo ist die Leiter hin? Finde was zum Klettern. Wer ist mit dem Stuhl? Leihen mir den Maus. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, dann überprüf mal schön. Mhm, jetzt wird's ein bisschen gruselig. Ich suche den Dachboden. Da ist das Blut. Ganz vorsichtig. Nur eine Puppe. Müssten wir in der rechten Ecke gedreht haben. Haben welche lokalisiert? Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben, ich durfte nicht mal entscheiden. Na los! Ja, ich hätte ihn so entschieden.
Eine Sekunde hätte ich den Weg genommen. Ja, welchen er gefunden hätten wir auch nicht finden können. Okay. Vor der Bar. Jimmys Bar betreten. Gesichtsscan an Kunden. Gesichtsscan an Lieutenant Anderson. Mit Lieutenant Anderson reden. Ihm noch einen Drink holen. Ich weiß nicht, was die dritte Alternative war. Drink verschütten wollte ich auf keinen Fall. Quinn und Hank kommen am Tatort an. Hier gibt es viele Sachen, da habe ich fast alle geschafft. Broschüre von Eden Club untersuchen. Sturmuntersuchung mit Eis analysieren, Baseballschläger analysieren, Carlos Leiche analysieren, Angriff mit Schläger konstruieren, rekonstruieren. Carlos letzte Momente rekonstruieren, Blutprobe nehmen, Schrank öffnen, Androiden Sex lesen, Androiden Spion lesen, Hinterhof analysieren, Schriftzug untersuchen, Statue nehmen, Dusche prüfen, Messer analysieren, Blut an der Wand, analysieren, fehlendes Messer analysieren. Jetzt noch irgendwas geben und noch Sachen finden können, uns auf eine andere Fährte locken können, hätten können. Vielleicht, wenn wir das im Garten nicht gefunden hätten, die uns dann rausgeführt hätten. Wo wir dann hier den, na, die Tat nicht rekonstruiert hätten und dann nicht den, vielleicht auf dem Dachboden gefunden hätten. Keiner weiß, was passiert ist, Lieutenant Anderson berichten. Ich habe, wenn das nicht gewusst hätte, wäre es hier lang gegangen. Das ist wahrscheinlich der Weg. Hier ist das Ending. Hab ich noch nicht gefunden. Warum Blut zum Dachboden folgen? Dachboden besuchen. Abweichler gefunden. Alles klar. Okay.